Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mist Survival. So, ja, wir wagen uns einmal vor. Ja, wir wissen ja, hier sind einige Banditen unterwegs. Die Waldbanditen gibt es auch zusätzlich noch, beziehungsweise, naja, zusätzlich. So, was wollen wir in der Stadt? Wir wollen natürlich aufräumen. Was will man sonst in einer Stadt? So. Und es ist ganz still. So, Wagen lasse ich mal hier. Die nehme ich mal raus. Oh doch. Oh verdammt. So, er hier. Und das war er. Also einen habe ich da hinten noch gehen gesehen. Aber es waren wesentlich mehr, das weiß ich schon. Ging da nicht auch immer irgendwo einer da so spazieren? Ja, hier zum Beispiel. Ja, manchmal tut man und kommt nicht weiter. So. Nein, nicht mit dem hier. So, wir nehmen den mal. Ja, es tut mir ja leid. Es tut mir, naja, tut es mir wirklich leid. Auch genau in den Kopf. So. Also, das war der mal. Da oben steckt noch immer mein Pfeil. Da oben, da. Und das war ein guter, ein Hunting. Oh, oh, oh. Ist doch irgendwo die Leiche hingefallen. Ja. Also es kommen keine anderen? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Ja, wir speichern mal. So, wir nehmen ihn hier. Gesundheit ist, naja, relativ. So, ich möchte mir nämlich die Leichen holen. Ja, während die anderen noch unterwegs sind. Jupp. Da irgendwo habe ich ihn. Habe ich ihn doch erschossen. Er muss doch da irgendwas liegen lassen haben, oder? Oh, was haben wir denn? Polypixel. Oh, thank you for your continued support. Polypixel Team. Oh. So, dann hatte der nichts. Interessant. Oh, eine Möhre. Dö-dö-dö. Es ist wieder zu still. Es ist wieder zu still. Ja, und dann geht's los und dann gefällt es mir auch wieder nicht. Oh ja, das ist gut. Schießpulver, super. Da 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 da.
abbiegen. Ja, hier. Oh, mein Apfel. Den werden wir dann genüsslich verzehren. Ein Banditenapfel. So, jetzt interessiert mich das mit den Waldbanditen. Sind die alle zu Waldbanditen geworden? Da 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 da. Oh, und da wollte ich irgendwas bauen, damit ich da in Zukunft ordentlich rüber kann. So, dann muss ich da nicht. So, was haben wir da? So, ich glaube, da kommt einer gerade aus der Tür. Also, wir gehen darauf. Wir müssen doch irgendwo hier zu den Waldbanditen sehen. Ja, aber das sieht man nicht gut. Denn man sieht sie einfach nicht. Man sieht sie nicht. Oh, super Blick von hier oben, oder? Schön. Schön. So, apropos hier oben. Also, wir schauen mal. Die Autos hier kann man nicht zerlegen. Vielleicht gibt es hier Benzin wieder drin. Da hinten. Nö. Vielleicht gibt es Benzin irgendwo drin. Wo sind denn die guten Schrottautos? Oder respawnen die hier plötzlich nicht? Ich glaube, die respawnen hier nicht. Wieso nicht? Oh mein Gott. Wo soll ich denn dann meine Scrap-Teile herkriegen? Da drinnen sind Zombies, soweit ich mich erinnere. Aber was weiß denn ich? Da stand der Wagen mit dem komischen Klang. Da liegt noch was am Boden. Ist das ein Müllsack oder Schrott? Na, ich werde es mir holen. Ich werde es mir holen. Gut. So, dann hier mal. So. Ja, das ist sehr gut. Das ist ausgezeichnet. So. Also, wir brauchen hier einen Apfel drin. Wir brauchen das unbedingt drin. Da, da, da. Och, wir haben das ja alles schon. Oh mein Gott. Wir haben ja fast keinen Platz mehr. Na gut. So. Hier. 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 So, was nehmen wir darüber? Das Fleisch nehmen wir rüber. Das können wir uns in der Früh reinziehen. Alle mal nur reinziehen. So, ich schau mal, ob das jetzt Schrott oder ein Müllsack war. War es Schrott, nehme ich ihn mit. Und es war Schrott. Oh, warum ruckelt es jetzt? Wieso macht er das? Kann er mich nicht leiden? War überhaupt sehr suspekt, dass der bis da rüber gelaufen ist. Immer. Wir haben noch haben wir Tag. 17 Uhr, naja, 17.19 Uhr. Einer ist da ja noch drin. Wahnsinn. Er läuft bis hierher. Wahnsinn, oder? Ich hab den doch... Wie viele Schüsse waren das? Wie viele Schüsse? War schon ziemlich heftige Zombies da drin. Das rentiert sich nicht, sich mit denen anzulegen. So, nur mal kurz schauen, wegen Schrottfahrzeugen. Aber irgendwie... Sehe ich keine. Oh ja, das ist zu hoch. Da kann man natürlich nicht drüber laufen. Oh, oh. Oh, oh ja. So.
Da liegt der Baum, ja klar, damit man da nicht nach hinten fahren kann. Was ist denn da dahinter? Wahrscheinlich nix. N-I-X. Da war wohl nix. So, dann laufen wir da mal rum. Rum und rum. Round and round it goes. So. Dann sollten wir uns langsam auf den Weg zurück machen. Oh, 3,7 Liter. Wahnsinn. Auch wenn unsere Muni-Vorräte hier stark strapaziert werden, benzintechnisch super. Da ist noch immer keiner. So, dann schauen wir noch in. Haben wir in den Wagen schon reingesehen? Was machen wir natürlich? Der liegt auch noch da. Okay. So, und jetzt will ich da drüben in den Wald schauen. Wo war denn das? Von wo aus hat man denn darüber zu den Waldbanditen gesehen? Da! Da sind sie, die Waldbanditen! Yay! Und da stehen sie. Ich weiß nicht, was die machen. Wischeln die da gegen die Wand? Ich weiß es nicht. Soll ich sie erschießen? Ich meine, wir hätten 17.56 Uhr. Ich könnte sie alle erschießen jetzt. Immerhin wischeln die da gegen die Wand. Das tut man doch nicht. Der dreht sich um. Gleich wird er sich nicht mehr umdrehen. So, wir nähern uns den guten, guten Waldbanditen. So. Dann würde ich mal sagen, der hier. Okay. Der hier und der hier. Dann. Den kann ich nicht treffen. Interessant. Vielleicht kann ich den da treffen. Okay, den konnte ich treffen. Und da oben geht auch noch einer. So, und da oben der. Genau, da ist keiner. Ich lade mal nach. Oh, wir haben nur mehr. Oh! Wenig Munition. Wo geht der hin? Und weg ist er. Okay. Das heißt, die wandern alle da drüber. So, da sind aber nur... No, es sind die drei. Ja, yeah, der gute Zucker, ja. Yeah. So, naja. Oh, Brokkoli, was ganz was Feines. So. So, immer nur schauen, ob dann da noch Waffen rumliegen. Sehr gut. Oh, der hat sich wehgetan. Der hat sich wehgetan. Naja. So. Den haben wir ja schon angesehen. Der ist ziemlich angesehen. So. Und das war's mit den Waldbanditen. Die Waldbanditen erledigt. Check. So. Schauen wir da noch wegen Benzin. Ja, geht. So, Phil. Phil, bist du's? Da. Warum habe ich den so mittig drin? Einfach so mittig drinnen gelassen, dass das geht gar nicht.
Da erzählt er immer was von Zusammenräumen, symmetrisch und so weiter. Da-da-da. Da-da-da. So, skeptisch bin ich denn noch? Skeptisch bin ich denn noch? Oh ja. So, benzintechnisch ein voller Erfolg. Naja, 17 Liter ist jetzt nicht ganz voll, aber ziemlich voll. Ist auch interessant, wie der Efeu da so gewachsen ist und oben drüber hat jemand dieses Lüftungsgitter eingebaut. Da, da, da. Da, 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 da. Super. Ach so, zuerst tragen wir unsere Schätze ins Auto. Jetzt habe ich geglaubt, ich habe Schritte gehört. Wahrscheinlich waren es nur die eigenen. So. Ah, das kann man da reinlegen, kann man da reinlegen, kann man da reinlegen. Kann man da reinlegen. So. Naja, loottechnisch, naja. Aber benzintechnisch. Der Hammer, Hammer. So. Machen wir das? Komm, wir machen das. So. So, bitte jetzt alle aufmerksam mitschauen, weil ich bin ja der Oberüberseher. Oberüberseher. Da ist ein Kasten. Ja, in die Kästen habe ich sicher reingeschaut, aber bitte mit betrachten im Keller. Wichtig, dass mir da nichts entgeht, weil ich bin da so ein, oh ja, ich laufe vorbei, ich bewundere die Gegend. Wofür ist diese Ecke da? Es gibt überhaupt keinen, das ist doch nicht diese Ecke. Die ist doch nicht so groß, oder? Oder doch? Wahrscheinlich doch. So. Also, gut mit John. Hier, oberer Stock, Ende. Wir gehen jetzt runter. Wir drehen aber auch das Licht auf. So, da gibt es keine Bandits oder Zombies. So, wir halten uns alte Dungeon-Regel. Wir gehen immer rechts. Ja, gut. Wir können auch immer links gehen. Auch alte Dungeon-Regel. Das ist aber die andere Dungeon-Regel. So, da gibt es Schränke, die lasse ich aber stehen. Ist das respawned oder habe ich die Schränke nicht gesehen? Wahnsinn. Ne? So. Den Radio? Leider. Den Fernseher? Leider. Man kann das alles nicht mitnehmen. So. Nö. Aber bitte aufmerksam mitschauen, weil ja, ich immer der Meinung bin, ich verliere hier irgendwie. Weil das wäre ja blöd. Stell dir vor, hier liegt ein Motor. Stell dir vor, es gibt einen Motor. Und keiner nimmt ihn mit. Der fühlt sich ja auch allein. Der einsame Motor. So. Oh, diese Ritterfiguren. Jemand hat die gern gewollt. So, also ich habe in diesem Keller nichts mehr gesehen, bis auf den Loot natürlich aus den drei Schränken. Vielleicht habe ich einfach nur die drei Schränke generell übersehen. So, da jump ich nochmal. Jump, jump! Ja, und ich glaube, das war es auch im Keller. Und mehr gab es nicht im Keller. Na, da kann man auch laufen. Super. Jetzt geht es mal wieder zu einem Banditen. So. Dunkel wird's, der Mond schien helle. Okay, das ist voll. Wobei, das kann man da drauflegen. Das ist schon ganz okay so. So, der ist sowieso voll. Jetzt habe ich geglaubt, da schneit's. Sieht doch ein wenig nach Schnee aus, oder? Also, wenn die das einfärben, ich meine, die haben das ja schon. Die Blätter auf Schnee, ein bisschen abgerundet. Ja, wobei, da müsste man sich auch Gedanken machen wegen Schneedecke und so. Oh, da kommen mir Ideen. Da könnte man natürlich dann so Fußabdrücke und so. Ja, okay. Nein, nicht zu weit. Nein, 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 nein. Was wollte ich denn? Ah ja, leerer Platz. Einen leeren Platz. Wird nicht so leicht.
Nehmen wir die Wasserflasche auch mit. So, wir trinken jetzt. So, wir legen das hier hinein, oder? Nein, wir nehmen das mit. Wir legen das mal ab. So, wir haben inzwischen relativ wenig Muni, glaube ich. Weil da haben wir 58. Wenig Muni, das meine ich damit. So, und wir verbringen natürlich eine Nacht in der Hütte. Da wir aber am Folgenende sind. Ja. Es ist so heftig. So. Ich weiß noch, da wollte ich so ein Kästchen herstellen, damit ich da drauf springen kann. So. So, jetzt schauen wir, was wir da noch alles drin haben. Oh, ein leerer Kasten. Oh, wow. Da. So, jetzt machen wir noch Equipment, weil das vergesse ich sicher. Zur nächsten Aufnahme. So, hier, da. Aber eigentlich könnte ich den da reinlegen. Nehme ich das alles mit? Kommen wir wieder? So viele Dinge, die ich alle nicht weiß. Eigentlich haben wir da ganz coole Sachen drin. Die Bretter könnte ich mitnehmen, aber egal. So, dann würde ich sagen, wir schlafen mal, was weiß ich, 2 Stunden? 3 Stunden? So. Oh, regeneriert sich ein wenig. So. Und jetzt sind wir ziemlich weit unten. Essen wir jetzt schon Fleisch? Nö. Würde ich sagen, oh, wir sind am Folgenende. Das würde ich nämlich auch sagen. So, dann machen wir noch 2 Stunden. Oh, wir haben was gehört. Verdammt, wir haben was gehört. So, dann essen wir das hier. So, super. Dann trinken wir das hier. So, wir sind ausgeruht, wir sind gespeist, wohlgenährt, will ich sagen, wohlgenährt. So, jetzt gehen wir da noch drauf. Oh, wie schön. Romantisch, das Feuerchen dabei. Das Feuerchen der Zombies. Der Nager. Die rumstreunen. Wegen Romantik wär's. So, dann würde ich aber sagen, meine Lieben, das ist das Ende dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und sag tschüss.